Der nächste Starter, Catch. Ebenfalls ein Hengst von Coleman mal Kalido 1 aus der Zucht von Hans-Peter Löding-Hasenkamp im Besitz des Holsteiner Verbandes. Und Ebba Johansen aus Schweden reitet Catch, der gestern in der Qualifikationsprüfung die Note 8,4 erhalten hat. Recht routiniert wirken dieser Schimmelhengst. Sehr harmonisch die Runde. Ja, einen lieben Applaus verdient, der Coleman-Sohn. Ganz souveräne Vorstellung insgesamt. Ein Pferd mit einer super räumenden Grundgalopade auch hier. Ganz guten Rittigkeitswerten. Der Hengst springt immer sehr losgelassen, auch großzügig vom Hinterbein und auch immer mit einem der Hindernishöhe angepassten Aufwand, zeigt gute Reflexe, benutzt immer den Körper. Note 9,2. Die höchste Note, meine Damen und Herren, die Sie gehört haben, die bisher an diesem bei den Holsteiner Pferdetagen vergeben wurde, 9,2.